Hallo und recht herzlich willkommen hier wieder in Forest Village. Und nach wie vor wird hier unser Hafen noch fleißig gebaut. Wir brauchen Stroh. Wo kriegen wir Stroh her? Ein bisschen Gras schneiden müssten wir, ne? Das können wir ja erledigen. Nein, hier ist nichts Rasenmäßiges. Habt ihr hier noch was? Auch nicht. Auch nicht. Oh, da haben wir was. Ja, 15. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Da holt uns mal den Rasen her. Wir haben nach wie vor ein Hühnchen. Aber das reicht uns erstmal. So, ich mache mal wieder hier fünffache Geschwindigkeit, dass unsere Ressourcen reingefahren werden. Und ja, hier müssen noch ein bisschen Stein hingebracht werden. Das tun unsere fleißigen Bienchen hier auch schon. Genau. Wie heißt du? Makena. Okay, das sind noch Namen. Teilweise Ralf. Sehr gut. Sharky, okay. Also das sind Namen, die würde ich niemandem kennt geben. Aber gut, das ist ja auch Geschmackssache alles. So. Und sie haben auf jeden Fall die Geräuschkulisse überarbeitet. Das quietschende Türen war vorher noch nicht so. So. Ja. Herbstbeginn. Dann fangt man an zu ernten, Leute. Dass noch ein paar Sachen reinkommen. Ja, du musst eh wieder neu anpflanzen. Hier gibt es auch noch kein Obst. Und dann hoffe ich, dass wir im Winter unseren Hafen hier fertig kriegen. Brennholz sieht ja auch recht gut aus. Mit 1500. Da kommen wir so langsam wirklich hier auf den Grund. Ah, zwei Eier. Das ist sehr gut. Ach, guck mal, da ist. Na, was sammelst du? Ach, Kartoffeln. Gemüse. Das ist ja cool. Das freut mich. Und es wird schon wieder Nacht. Und ich warte noch immer auf unseren Hafen, dass er endlich fertig wird. Dazu machen wir auch wieder mal. Jetzt ja, zack. Fünffache Geschwindigkeit. Und du solltest auch anfangen zu ernten. Sonst wird das nichts mehr. Du hast schon die Hälfte geerntet, ne? Du fängst auch an, ne? Also, das Mehl würde ich wohl gern noch haben. Heute den Weizen im Lager. Ah. Ihr müsst jetzt natürlich immer da hinten hinrennen, ne? Weil das Lager voll ist, müsst ihr hier hinlaufen. Okay. Das erklärt so einiges. Das verzögert natürlich die Ernte wieder. Also kann man auf Dauer gesehen da ein paar mehr Schollen nebeneinander setzen, ne? Jetzt juckt meine Nase wieder. Oh, unfassbar. Herberge. Sehr schön. Wir könnten ja noch, was kostet denn so ein Ausbau? Das ist ganz schön viel.
Ah, wirklich ganz schön viel. Und Gewitter. Na, zwei Hühnchen haben wir mittlerweile. Sehr gut. Das ist eine und das ist das zweite. Und Honig. Oh, und der erste Frost setzt ein. Ob ich nicht schon zu spät geklickt habe zum Ernten. Das Feld ist fast leer. Dann ziehe ich dich auch ab hier. Wie sieht es bei euch aus? Oh Gott. Ernten, Leute. Ernten. So. Dich ziehe ich ab. Kann man denn da noch einen? Nein. Das wäre ja auch zu schön hier. So, vor dem Winter kriegt ihr das ja wohl noch hin hier ein bisschen, ne? Alles einzusammeln. So, ein Arbeitslosen. Steine brauchen wir auf jeden Fall. Oh, sieh zu. Ah. Ernte futsch. Na super. So. Wo sind die Sammler? Imker können auch alle weg. Und. Moment. Die Sammler. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Arbeiter. Legen wir mal 4 da rein. Hier da rein. 4 da rein. Einer macht Werkzeug. 2 dahin. Und dann lassen wir das mal so laufen. Ah, da ist ein Großteil meiner Ernte verloren gegangen. Das tut mir ja schon richtig weh. Naja, zum Glück überleben die Hühnchen im Winter. Aber dafür werden jetzt die Arbeiten gemacht, die hier anstehen. Wie unseren Hafen fertig bauen. Obwohl nur noch ein Strohballen fehlt. Und ich hoffe, ihr bringt den jetzt. Ah, oh, guckt es euch an. Er wird gebaut. Noch 40 Arbeitsschritte. Da hoffe ich doch, dass wir das fertig kriegen. Das wäre super. Ja. Er nimmt auf jeden Fall schon Gestalt an. Das ist doch schon mal schön. Na, da ist der Steg auch fertig gebaut. Das ist gut. Und ihr zimmert hier fleißig am Hafen rum. Das gefällt mir auch. Und nichtsdestotrotz hört ihr mir mal hier.
die ganzen Ressourcen abbauen, wenn ihr gerade nichts zu tun habt. Natürlich, das Lager ist rappelvoll. Aber die Scheune. Aber das gefällt mir. Da werden die letzten Arbeitsschritte gemacht. Und dann haben wir auch, ja, nach dem Hafen haben wir erstmal wieder alle Bauarbeiten abgeschlossen, ne? Das ist nicht schlecht. Und dann müssen wir hier mal unsere Infrastruktur ein bisschen ausbauen. Die Optik unserer Stadt weiter gestalten. Das heißt, das hier anheben, hier noch so ein paar schöne Häuser und Stege weiterbauen. Und dann eventuell die Landwirtschaft ein bisschen woanders hinbauen. Ah, das sind alles Zukunftsprojekte. Als erstes erstmal hier den Hafen. Aber er sieht schon schick aus. Das wird schon was. Definitiv. Ist auch fast fertig. Sieht schon geil aus, der Hafen. Nochmal speichern. Und zack, fertig ist der Hafen. Bau ein Schiff, um eine Expedition zu entsenden. Und sammle Proviant für eine Reise. Ach, du ahnst es nicht. Gusseisen. Ja. Dann wissen wir ja, was unser Zukunftsprojekt ist. So, wir haben jetzt hier erstmal 7 Bauarbeiter, die nichts zu tun haben. Reduzieren wir erstmal auf 1. Dann machen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit runter. So, Grundfläche anheben. Das sieht ganz gut aus. Das machen wir. Dann wollte ich ja hier noch nein. Hier so einen Steg weiterbauen. Jetzt würde mich ja mal interessieren, ob ich das wir bauen das mal so weiter. Bis hierhin. Das könnte interessant werden. Oh, jetzt brauche ich wieder 11 Bauarbeiter. Das ist aber nur 2, mein Freund. Und es sind minus 13 Grad, aber unsere Vorräte halten. Das ist doch schon mal gut. Das Lager, ja. Das könnte weniger werden, ne? Guck mal, wir machen die Hälfte. Dann wird es doch was, oder? Ich hoffe. Du brauchst ja auch jedes Mal 20 Holz dafür diesen Brückenabschnitt, ne? So.
Da muss ich noch mal was gucken. So, machen wir das mal. Und dann heben wir nachher das Stück wieder an. So, da war ein Baum. So, jetzt musst du hier 12 Arbeitsschritte da machen. Ja, okay. Dann mach das mal. Ich stehe nochmal wieder auf 5-fache Geschwindigkeit. Und wie viel? Oh, 4 Hühner. Das läuft. Aber Obst haben wir keins mehr. Das ist schlecht. Würde mich ja mal interessieren, ob wir. Okay, das ist Steinbruch. Da holt er auch ordentlich Stein wieder raus, das ist gut. Moment. Dass wir wissen, wie viel Bauern wir brauchen. Da ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen. Okay. Wir brauchen 6 Bauern, also nächstes Jahr. Wir haben Winter, Jahr 13. Und einen Jugendlichen noch. Habt ihr die Arbeiten hier abgeschlossen? Oh ja. So. Jetzt können wir das nämlich. Hoffentlich. Nee. Auf einen Nenner bringen. Nicht zumindest hoffen. Da unten sieht man zwar so einen Knoppel, aber das ist mir egal. Das habt ihr auch schon abgeschlossen, ne? Sieht schon gar nicht schlecht aus. Aber wir machen hier nochmal eben. Warte. So. Und dann machen wir. Nein, das hier noch. Gar nicht so tief. Irgendwie. Na, was soll's. So, ne? Das mal anheben. Könnte interessant werden. So, wie sieht's aus? Wir haben noch immer Winter, minus 20 Grad. Oh Gott, ist das kalt. Da frieren einem ja die. Ihr wischt schon was ab. Na, 9 Eier. Ich hoffe, die holt nur auch mal jemand ab. So. Bin ja mal gespannt. Wir können ja hier noch mal. Jetzt sehe ich das bloß nicht. Oh. Da kann man auch noch Straße vorher machen. Okay. Und das Wildschwein kommt aus der Hütte. Na supi. Ja, da soll Straße entstehen.
Mach das mal. Wir haben ein paar Steine gekriegt. Und stellt mir hier bloß hier die Brückenteile her. Mal gucken. Ja, und hier jetzt ein Schiff bauen. Oh Gott. Das wird auch noch eine Herausforderung. Fünf Hühner. Das ist nicht schlecht. Na, wir stellen nochmal eine Geschwindigkeit höher. Jäger. Stab und Unterkühlung. Oh nein. Warum machst du sowas? Wir haben doch mehr als genug Brennholz hier. Also. Da brauchst du nicht an Unterkühlung sterben. Mein Freund. Naja. Dann ist das halt so. So. Eine doppelte Straße hier hin. Oder gleich eine dreifache. Können auch eine dreifache machen, ne? Ja. Das gefällt mir. Und dann kann man nämlich. Achso. Ja. Einfach in der Mitte eine Laterne machen. Verschwindet das Stück Straße halt. Dann machen wir da aber noch einen dran. Dass ihr hier ordentlich durchgehen könnt. Ne? Dann habe ich hier auch schon Straße durch. Ist das Steinstraße? Sieht so aus, ne? Ja. Okay. Hier kommt halt eine dickere Steinstraße durch. Glänzen auch schön die Steine, ne? Mir hier auch schon mal Straße lang und noch. Na, was denn jetzt? Steinmetzstab hatte einen Unfall. Steinmetzhaven. Oh Mann, jetzt sterben mir auch wieder die Leute hier weg, ne? Ah, aber ein Jugendlicher ist erwachsen geworden, mein letzter. Und jetzt sind sie beide tot. Oh Mann. Na, wer brennt denn jetzt hier? Das müsste noch unser Jäger sein, aber ich habe doch hier hinten auch noch irgendwo einen Scheiterhaufen gebaut. Aber ist nicht für den Steinmetz mehr gedacht, ne? Ah, weil er da außer Reichweite ist. Na gut. Ja. Wir bauen mal hier weiter. Da kommt das. Jetzt bin ich verwirrt. Das, 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 das und das. Jetzt möchte ich mal eins wissen. Moment, junge Dame. Ha? Ja, ha. Kommen Sie hier hin. Einmal Speed geben. Könnt ihr da überhaupt drauf gehen? Ja. Na, okay. Mehr wollte ich gar nicht. Dankeschön. Das wollte ich doch wissen. Ob ihr da lang gehen könnt. Oh, da steht schon wieder ein Bär mitten in der Siedlung.
Unfassbar. So, jetzt könnte aber auch mal Winterende sein. Mal eben einen Schluck Wasser trinken. So. Und Hühner, wie sieht's aus? 5 Stück nochmal. Aber auch schon Fleisch. Das ist nicht schlecht. Wenn dann mal die Eier... Oh, wir haben sogar ein Ei auf Vorrat. Das ist gut. Das gefällt mir. Geht die Jägerin dann dem Bären vorbei und tötet die nicht. Na super. Ja, achso, da baut ihr noch ein bisschen Straße. Das macht ihr schön. Ah ja, ja. Das ist gut. Ja, läuft doch. Und es ist Winterende. Und in dem Sinne würde ich sagen, Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Forest Village wieder. Bis dann, euer Sepp. Ciao.